Willkommen zurück hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet. Yes, wir sind mal wieder hier unterwegs, heute mal nicht auf der Karte Diorama. Nein, wir testen heute mal eine komplett andere Karte, um zu zeigen, dass da auch hier das Streets-Modul funktioniert. Heute mal mit dem Straßenbahnersatzverkehr. Wir sind auf der Karte Berlin M6 unterwegs, von der Karte von Willi, der das Ganze natürlich neu baut. Und ich dachte mir, komm, wir testen das Ganze mal. Wir schauen uns die Linie mal mit Bus an. Und dementsprechend, ja, haben wir eigentlich jetzt schon alles erzählt, was wir erzählen wollten. Wir springen rein und rüsten uns mal ein wenig auf. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier ein bisschen wieder durchfummeln hier. So, das passt. Motor an. Gang rein. So, und los geht's. Um einfach auch mal zu zeigen, dass natürlich auch andere Karten hier funktionieren. So. Dass ich Lotus mit dem Lenkrad spiele, absolut unglaublich. Unglaublich. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen mit der VR-Brille. Das war schon was, Leute. Das kann ich euch sagen. Das war ein Erlebnis, definitiv. Absolut. Sollte man sich das mal anschauen. Also wenn ihr jemanden kennt, der zufällig eine VR-Brille zu Hause rumzuliegen hat, geht zu ihm, testet den Lotus-Simulator in VR und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, Leute. Ich weiß gar nicht, komme ich da überhaupt rum? Ich lasse hier gar nicht rum. Nö. Oh Gott, wir müssen erstmal nach rechts fahren. So, und jetzt kommt der Straßenbahnersatzverkehr hier an. So, wir haben uns mal ein bisschen so durch die Straßen schlängeln. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge heute wird. Ne? Also, das ist jetzt immer ein bisschen so aus Spaß, jetzt immer noch mein Gimmick hier. Jetzt muss ich hier leider auch die Straßen leider fertig machen. Damit das Ganze hier dementsprechend natürlich so realistisch wie möglich hier drüber kommt mit Haltelinien und Fußgängerüberwege und das Ganze drumherum. So. Was
Aus irgendeinem Grund lädt ja gerade hier nicht nach. Das merkst du halt. So, lädt er hinten jetzt noch nach oder wie sieht's aus? Wäre schon schön. Ah, ein bisschen nachgeladen. So. Auf jeden Fall, ihr seht, das funktioniert eigentlich recht gut. Ja, spawnen halt auch immer aktuell jetzt auf den Straßenbahnschienen. Also ihr könnt eigentlich das Streets-Modul überall benutzen, auf jede Strecke, ob ihr da jetzt was hinzugefügt habt oder nicht. Sobald da irgendwie Gleise liegen, ja, und da ein Spawn-Punkt drauf ist, könnt ihr Streets natürlich auch dementsprechend sofort benutzen. Der Bus wird dann halt dementsprechend halt immer auf die Schienen platziert. Ja, dann könnt ihr natürlich losfahren. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ihr jetzt da so eine, ne, wenn ihr erstmal so aufs Grüne fahrt oder sowas. Das ist dann natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen der Sache. So, wir kriegen Grün. So, alles aussteigen, 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 zack, zack, zack. So, können wir gleich mal ein Bild für YouTube machen, wo schon mal dabei sind, ne. So, lassen wir die Fahrgäste hier einsteigen, haben ja Gott sei Dank einen Doppeldeckerbus, da sollte es ja eventuell nicht allzu lange dauern, bis die Herrschaften einen Platz gefunden haben. Dann geht's gleich wieder weiter. Oh, wie ich lange Ampelphasen liebe. Oh, den abbiegen müssen. Nehmen wir jetzt einfach mal die Ampel jetzt hier. Ja, hat immer noch so ein paar Ladeschwierigkeiten hier scheinbar. So, einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Natürlich auch hinten die Tür aufmachen hier, ne? Jetzt vielleicht ein bisschen schneller die Herrschaften hier rein raus können.
So. Machen wir die schon auch noch auffinden. Und dann rein, raus. Wollen wir das Ganze hier dementsprechend. Aber ihr seht, ne, also gibt es eigentlich absolut nichts zu meckern. Also ich finde das ziemlich in Ordnung, was hier auf jeden Fall drin steckt. Freut mich natürlich ungemein, ja, dass es halt doch relativ gut läuft. Hätte deutlich schlimmer sein können. Also ich habe jetzt hier dementsprechend halt absolut nichts auszusetzen. Jetzt sind natürlich immer so die Leute da, die halt das Ganze halt dementsprechend ein bisschen kommentieren, das Ganze, und das halt alles negativ finden, was jetzt hier zum Beispiel so gezeigt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist jetzt persönlich nichts wirklich Negatives aufgefallen. Ja, vom Preis her, klar, kann man sich absolut wahrscheinlich drüber streiten, aber es ist halt nicht zwingend erforderlich, dass man jetzt alles kaufen muss, ne? Wenn man jetzt einen Bus fahren möchte, kauft man sich jetzt dementsprechend einen Bus. Wenn man Straßenbahn fahren möchte, dann halt nur Straßenbahn. Und ich finde jetzt auch 40 Euro ist zwar schon ordentlich viel Geld, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, das ist übermaß teuer. Ja, ihr bekommt ja hier eigentlich alles. Egal welches Modul ihr kauft, ob jetzt nun das Modul Streets oder Rails, ihr habt ja überall den Map-Editor bei, ihr habt überall Content-Tool bei, ihr könnt ja überall irgendwie arbeiten, dran rumfummeln, dran rumbasteln. Von daher ist es in Ordnung. Wenn man natürlich jetzt alles haben möchte, dann muss man natürlich auch dementsprechend halt ein bisschen in die Taschen langen. Klar, 80 Euro klingt auf den ersten Blick jetzt nach viel Geld. Aber wenn man das Ganze überlegt, der Lotus-Simulator ist jetzt über ein Jahr draußen. Für mich war das jetzt halt einfach eine Anschaffung, die jetzt nach einem Jahr wieder fällig war. Und daher klingt es jetzt nicht mehr ganz so viel, dass wenn ich jetzt vor einem Jahr 40 Euro bezahlt habe, jetzt gerne nochmal 40 Euro investiere. Aber dafür bekomme ich halt das Straßenfahrzeugpaket, dass ich dann jetzt dementsprechend auch Straßenfahrzeuge fahren kann. Ja, klar, so auf dem ersten Schlag 80 Euro klingt viel, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, auf dem ersten Schlag 12.000 Euro zu bezahlen für den Train-Simulator, damit ihr das komplette Paket habt, ist natürlich schon eine harte Sache, ne? Dementsprechend interessiert mich davon über die Hälfte halt nicht. Also kaufe ich halt nur das, was mich interessiert. Und dementsprechend kann man es natürlich wieder so ein bisschen reduzieren. Und so muss man das Ganze halt auch ein bisschen bei den Lotus-Simulator sehen. Und auch ja, auch in OMSI ist es möglich, Straßenbahn zu fahren. Aber es fühlt sich trotzdem nicht so an wie hier in Lotus. Und das kann nur einer sagen, der den Lotus-Simulator an sich selbst noch nie wirklich getestet hat. Ja, dass er jetzt hier zum Beispiel sagt, ja, also nee, geht überhaupt nicht. Ja. Da bleibe ich bei OMSI. OMSI ist wirklich eine coole Simulation und ich habe persönlich nichts gegen OMSI. OMSI ist meine ist eine absolut geile Simulation. Ich spiele sie sehr, sehr gerne. Aber ich merke halt, so Stück für Stück zieht Lotus mich immer mehr so in den Bann. Und OMSI rutscht halt weiter weg. Und OMSI zählt so, ist meine Top-One-Simulation. Ja? Also es gibt keine bessere im Nahverkehr. Aber wenn Lotus jetzt immer weiter sich entwickelt und immer weiter entwickelt, dann erwartet uns hiermit eigentlich eine großartige Simulation. Wie gesagt, da kann man sich jetzt über alles streiten, selbstverständlich, ne? Aber ich finde halt auch nicht in Ordnung, wenn jetzt Leute denn versuchen, das Produkt runterzuziehen, nur weil sie vielleicht das Ganze jetzt nicht ganz unterstützen oder sowas. Finde ich persönlich, ist kein guter Schachzug, ja. Wenn die Leute halt hierfür Geld lassen wollen, dann wollen sie hierfür Geld lassen. Und dann bringt es halt dann auch nichts, wenn man dann da sagt, so Rotz-Simulation oder größte Abzocke oder wie ihr das Ganze dann aber da nennen wollt. Ich meine, die Kommentare sind ja mittlerweile dann auch schon ein bisschen voll. Aber naja, will euch damit jetzt auch nicht wirklich jetzt langweilen oder sowas, ne? Aber nur, dass ihr mal so ein bisschen versteht, warum ich eigentlich den Lotus Simulator sehr, sehr gerne mag. Und nicht zuletzt hat es mir natürlich gestern sehr, sehr angetan, das Ganze im VR-Modus spielen zu können. Ja, das fühlt sich schon ziemlich, ziemlich gut an. Jetzt, wie gesagt, nur noch KI-Verkehr, Fahrpläne, Menschen. Und wir haben eine rundum geile Simulation.
Der Performance leidet heute irgendwie, weil irgendwie lädt ja hier hinten die Karte nicht richtig. Weiß nicht, wo da das Problem liegt jetzt gerade. Das war bei der alten Karte von Willi, war das nicht so. Das ist ja auch mein Bus verschwunden, also was. Ich glaube, Lotus ist gerade dabei, sich komplett aufzuhängen. Wie gesagt, und dafür kann jetzt auch keiner was. Das ist halt absolut normal. Ich habe da keinen Bock zum Aufnehmen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das sind halt immer so diese Sachen, die immer noch dazukommen. Oh, ich sehe gerade. Ach nee, wir haben ja gar nichts. Ich wollte sagen, wir haben ja gar nichts wirklich geschildert. Haben wir nur Schienenersatzverkehr geschildert. Ja, Leute, aber ihr seht, es funktioniert halt auch auf größeren Karten. Wenn er jetzt hier nur anständig laden würde, dann wäre es alles natürlich kein Problem. Macht er jetzt nur gerade nicht, hat er keinen Bock drauf. Aber sonst funktioniert das Ganze. Wie gesagt, ich wollte die Folge jetzt auch nicht so lang machen, ne? Aber einfach mal, um zu zeigen, dass man damit halt auch auf jede x-beliebige Karte fahren kann. Das ist natürlich möglich, ohne dass ihr irgendwas zusteuern, zutun müsst. Ja, also einfach nur Karte laden und dann Fahrzeug auswählen und dann dementsprechend funktioniert das Ganze dementsprechend. Ja, und sonst, wie gesagt, nehmt es euch mal so ein bisschen zu Herzen. Ja, wie gesagt, die Leute, die es sich natürlich gekauft haben, die haben wahrscheinlich viel Spaß damit. Die Leute, die es sich jetzt nicht gekauft haben, weiß ich nicht. Ihr könnt gerne, wie gesagt, Meinung posten, um Gottes Willen, die würde ich euch nicht nehmen. Ne, aber versucht halt immer mal so ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf die Leute, die sich sehr, sehr drüber gefreut haben, weil wir hatten einige Kommentare dabei, die halt wirklich gegen solche Leute, die sich darauf gefreut haben, die sich natürlich auch sofort gekauft haben, ein bisschen sehr angegriffen gefühlt haben. Von daher irgendwie ein bisschen immer so die Wortwahl immer so ein bisschen beachten, ja, so ein bisschen die Chatregeln, ja, das wäre natürlich eine super, super feine Sache. Und sonst, ja, bedanke ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart. Wünsche euch jetzt noch einen schönen zweiten Rest Feiertag, denn den haben wir ja heute noch, den zweiten Weihnachtsfeiertag. Und heute Abend, Leute, geht's dann wieder weiter. Dann, ja, letzter Livestream auf ÖPNV-Simulation für dieses Jahr. Also, wenn ihr da mehr sehen wollt, unbedingt vorbeikommen. Ich denke mal so zwischen 19 Uhr, 20 Uhr geht's hier los. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Lotus hier mal ein bisschen daddeln. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich bin mal gespannt, denn im nächsten Jahr, wo wir da sein werden. Ich verabschiede mich auf jeden Fall, bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns wieder. Bis denn, tschüss!